Mal angenommen, es gäbe eine gute Fee. Mal angenommen, diese gute Fee würde kommen und sagen, hey, Sie haben so viele Wünsche frei, wie Sie wollen. Alles, was Sie sich wünschen. Stellen Sie sich vor, Geld wäre kein Problem. Zeit wäre kein Problem. Verpflichtungen wären kein Problem. Stellen Sie sich vor, alle Menschen in Ihrer Umgebung, an denen Ihnen liegt, wären einverstanden mit absolut allem, was Sie sich wünschen. Was würden Sie sich wünschen? Ja, ich weiß. Jetzt kommt, naja, aber es gibt ja keine gute Fee und in Wirklichkeit ist das Leben schwierig, in Wirklichkeit ist nicht alles möglich, Geld ist ein Problem, Zeit ist ein Problem und auch nicht jeder wird einverstanden sein mit absolut allem, was ich will und die große Realität kommt rein. Aber was passiert dann? Wir geben unsere Wünsche auf. When I was a girl, I had a favorite story of the meadowlark who lived where the rivers wind. Her voice could match the angels with its glory. But she was blind. Wir geben unsere Wünsche auf. Wir hängen unsere Wünsche an den Nagel und wir trauen uns eventuell gar nicht mehr zu wünschen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich so oft erleben durfte, wie Menschen anfangen, ihr Leben zu gestalten und anfangen, ihre Träume in die Tat umzusetzen. Dreams are my reality. Es ist viel mehr möglich, als wir uns träumen lassen. Es ist nur so, wenn wir uns gar nicht trauen, uns vorzustellen, was wir uns überhaupt wünschen, dann können wir dem auch keinen Schritt näher kommen. Denn wir haben quasi den Weg dahin schon abgeschlossen, die Vision dafür schon beendet, bevor wir uns überhaupt auf den Weg gemacht haben. Ja, und das finde ich sehr traurig. Deswegen bin ich Coach, weil ich Menschen dabei helfe, Ihren Wünschen und Träumen näher zu kommen. Und ich habe was für Sie hier heute, damit Sie sich auf den Weg machen. Nämlich 4 Gratis-Seminare geschenkt. Die kosten absolut nichts. Mit wertvollen Tipps und Hinweisen, damit Sie sich auf den Weg machen. Die 4 Themen sind Kurs in Wohlstand. Da geht es natürlich um Wohlstand, also rund um Wohlfühlen einerseits, aber auch das Thema Finanzen. Wie komme ich raus aus der Finanzkrise? Das nächste Thema ist das Thema Beziehungserwachen. Wie kann ich die Beziehung meiner Träume verwirklichen? Dann das Thema Glückscode. Wie kann ich ein glücklicherer, zufriedener Mensch werden mit mehr glücklichen Zufällen in meinem Leben? Und das Thema Akquise-Wunder. Das Thema Akquise-Wunder behandelt das Thema, wie kann ich Kunden anziehen, die gerne mit mir arbeiten möchten und wie kann ich diese Kunden tatsächlich dann auch in eine Verbindung, in eine geschäftliche Verbindung hineinholen. Ja, für diese 4 Themen gibt es jeweils ein gratis Basisseminar, das ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle schenke. Und darüber hinaus gibt es auch noch 4 Tipps zu grundlegenden Themen im Coaching-Bereich, die ich Ihnen auch schenke, Videotipps. Ja, was müssen Sie tun, um die zu erhalten? Das ist ganz furchtbar einfach. Sie finden hier einen Link. Und Sie finden diesen Link entweder in der Video-E-Mail hier daneben oder Sie finden diesen Link, wenn Sie hier auf YouTube sind gerade, hier unten in der Beschreibung. Oder Sie finden eventuell den Link, ja, je nachdem, wo Sie sind, eventuell auch hier drüber nochmal. Und das Einzige, was Sie tun müssen, ist, klicken Sie den Link an und dann landen Sie auf meiner Kontaktseite. Und dort finden Sie das Kontaktformular. Und da klicken Sie drauf und da tragen Sie sich einfach mal ein mit Ihrer
mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse. Und wenn Sie möchten, dass ich Sie persönlich kontaktiere, eventuell auch noch Ihre Telefonnummer, das steht Ihnen aber frei. Und das ist alles. Und dann sind Sie Ihrem Leben ein Stück näher gekommen zur Verwirklichung. So, das Einzige, was ich Ihnen nicht abnehmen kann, ist zu klicken. Das ist wirklich das Einzige, was ich Ihnen jetzt nicht abnehmen kann, aber ansonsten begleite ich Sie gerne und hoffe, dass ich Sie ein Stück weit begleiten kann zu dem Leben Ihrer Träume. Also, bis ganz bald, hoffentlich, Ihre Claudia Heilmeier. Tschüss!